Herzlich willkommen zur Verleihung des Echo Classic 2017. Die herausragenden Klassikstars des Jahres in einer großen Gala aus der Elbphilharmonie Hamburg. Und hier ist Ihr Gastgeber, Thomas Gottschalk. Oh, ein extra Tisch für mich. Guten Abend. Guten Abend. Boah. Danke. Haben Sie es gehört? Ein extra Tisch für mich vom Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Unterkentner Grande, das kann man, sowas kann man sich gar nicht verdienen. Das ist eine, Tusch kann man da gar nicht sagen, ein Amüsemoll vielleicht, also zum Einstieg. Und ich muss auch zugeben, ich habe mich ein bisschen dazu gedrängt, diesen Abend moderieren zu dürfen, denn es war echt meine einzige Chance, die Elbphilharmonie irgendwann von innen zu sehen. Der offizielle Kartenverkauf innerhalb meiner Lebenserwartung ist nämlich bereits abgeschlossen und insofern freue ich mich, dass wir gemeinsam heute hier sind. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Auch Ihnen zu Hause. Der ungarische Tanz Nummer 5 von Johannes Brahms, Klassiksohn der Stadt Hamburg, war ja ein sehr würdiger Einstieg. Und das Ganze heute Abend Weltklasse, wie das gesamte Gebäude. Der Echo Classic 2017. Dazu begrüße ich natürlich ganz besonders die Jury, und zwar die Jury der Deutschen Phonoakademie, dem Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie. Schön, dass Sie da sind. Dann ist es natürlich nicht nur eine Sache der Höflichkeit, sondern es liegt in meinem ganz persönlichen beruflichen Interesse, die Leitung des ZDF zu begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bellut, und herzlich willkommen, Herr Dr. Himmler. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ich bin auch da. Auch wenn die Mehrzahl der Herren wieder in Schwarz erschienen ist, haben wir keinen Grund zur Trauer. Der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung hat nämlich kürzlich gesagt, der Klassikbetrieb steht vor einer Trendwende. Eigentlich wäre es toll, wenn hier ein paar Fans sitzen würden, so mit Fanschals, auf denen draufsteht Bamberger Symphoniker, oder mit Trikots, wo da einfach solche Aufdrucke sind, was weiß ich, Stadtoper Halle. Denn im Konzert- und Opernbetrieb des letzten Jahres gab es 18,2 Millionen Besucher. Die Bundesliga hinkt da mit 13,2 Millionen Zuschauern 40% hinterher. Also da sehen wir schon mal gut aus. Ich rechne also heute Abend mit Einschaltquoten, die im Champions-League-Bereich liegen, und einer riesigen Stimmung hier in der Arena. Ich gebe Ihnen auch die Garantie, dass in der Halbzeit auf keinen Fall Helene Fischer singt. Und diese Show hat alles, was Erfolgsfernsehen braucht. Internationale Spitzenstars, Hollywood-erprobtes Personal und einen Koch. In diesem Fall ist er Gott sei Dank gleich beides. Steven Spielberg holte ihn vor die Kamera. Tom Hanks war sein Filmpartner. Homeland machte ihn bei uns zum Serienstar. Und dass er Koch heißt, passte gut in die Ansage. Begrüßen Sie mit mir den ersten Laudator des heutigen Abends, Sebastian Koch.
Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich riesig, heute Abend einen Mann zu ehren, den ich schon seit vielen Jahren verfolge und sehr bewundere. 2010 hatte ich dann auch endlich das Privileg, ihn auf der Bühne zu erleben, als Lohengrin in Bayreuth in der Inszenierung von Hans Neuenfels. Diese unglaublich schöne Stimme in diesem akustisch sehr speziellen Raum des Bayreuther Festspielhauses bleibt für mich ein unvergessliches Erlebnis. Jonas Kaufmann. Vor 16 Jahren hat er sich auf eine Reise begeben, eine beschwerliche Reise. Mit Entbehrungen, Fleiß, Disziplin, aber immer mit der unbändigen Lust zu singen. Eine Reise zum Gipfel, zur Weltspitze. Und heute ist er einer der erfolgreichsten und begehrtesten Tenöre in dieser Welt. Unzählige Auszeichnungen sprechen dafür, darunter 7 Echo-Klassik-Ehrungen. Die 8. folgt heute. Er singt in New York, Mailand, München, auf allen großen Opernbühnen. Sein Repertoire umfasst Puccini, Verdi, Mozart, Strauss, die groß inszenierte Oper wie die Operette, bis hin zum kleinen, stimmungsvollen Liederabend. Aktuell reist Kaufmann durch das französische Opernrepertoire und singt Arien von Gounod, Bizet, Offenbach. Aber zuvor hat er sich einen lang ersehnten Traum erfüllt. Ein Album mit italienischen Evergreens. Eine ganz persönliche Hommage eines ganz großen Italien-Fans. Eine Hommage an eine Kultur, in der die Schönheit der Oper, aber vor allem auch ihr Einfluss jenseits des Theaters immer zu spüren ist. La Bella Italia. Dolce Vita. Ein Werk durch und durch geprägt von Kaufmanns Ästhetik. Spielerisch leicht wechselt er von leiser Intimität zu unbändiger Kraft. Herausragend einmal mehr sein langer Atem und ach, der große Schmelz. So entstehen einprägsame Bilder, Gefühle, große Sehnsüchte. Jonas Kaufmann schenkt uns mit seinem Album Dolce Vita eine wunderbare Reise durch Italien. Die Jury meint kurz und knapp, das Publikum hat entschieden, Dolce Vita von Jonas Kaufmann ist der Bestseller des Jahres. Der Echo Klassik 2017 in der Kategorie Bestseller des Jahres geht an Jonas Kaufmann. Thank you.
souffle du pré. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, danke. Mein Gott, also wirklich, herzlichen Dank. Ein unglaublich warmer, netter Applaus hier. Ich bin ganz gerührt, obwohl ich das, wie ich vorher hören musste, schon 7 Mal erlebt habe. Trotzdem ist es jedes Mal wieder wunderschön. Vielen Dank, Kent Nagano, vielen Dank euch. Ja, ein wunderbarer, toller, neuer Rahmen, der hoffentlich öfters für diese Art klassischer Musik und Präsentation nicht nur im Saal, sondern mit der Übertragung zu den Zusehern nach Hause genutzt werden wird. Ich bin eigentlich ein Freund von großen Worten, muss ich gestehen, aber in dem Fall weiß ich, wir müssen schnell weitermachen. Es gibt viele, viele mehr Preisträger, die Sie alle gerne kennenlernen wollen. Also nochmal herzlichen Dank, danke an alle. Natürlich der Preis an das Orchester Palermo, wir haben das in Süditalien aufgenommen, an Ascher Fisch, ein ganz lieber, großartiger Freund und Dirigent, an alle, die mit mir diesen Traum des sonnigen Südens träumen und sich deshalb haben hinreißen lassen, mit der Musik ein paar Minuten nach Italien zu wandern. Dankeschön. Bemerkung noch, weil wir uns ja letztes Jahr an dieser Stelle ein bisschen Sorgen um deine Stimmbänder gemacht haben. Die sind Gott sei Dank unbegründet. Ja, also das war kein Playback. Das war live. Insofern scheint ja alles in Ordnung zu sein. Gestern Abend die letzte Don Carlos-Vorstellung in Paris gesungen. Jetzt ab nächster Woche eine Tournee in China. Also da müssen die Stimmbänder gut beieinander sein. Nächsten Sommer gibt es übrigens endlich das von mir auch schon lange ersehnte Konzert zu diesem Dolce Vita-Album. Wir haben lange überlegt, was der beste Rahmen ist. Es ist Berlin. Die Waldbühne, ich glaube, da hoffe ich auf den Wettergott und auf ein bisschen sonnige Abendstimmung, wo ich hoffentlich die 22.000 Menschen verzaubern kann. Und wir freuen uns auf Jonas Kaufmann. Herzlichen Dank. Danke, sehr gerne. Danke. Meine Damen und Herren, da will ich Ihnen auch gar nichts vormachen. Also meine Klassikkompetenz beschränkt sich im Wesentlichen darauf, dass ich mich mein Leben lang als Zweitbesetzung für den Papageno bereitgehalten habe. Es hat nicht sollen sein. Ich arbeite inzwischen am Sarastro. Aber Sie als Zuschauer dieser Sendung verdienen es, sachlich und fachlich auf höchstem Niveau informiert zu werden. Deswegen steht hinter der Bühne die Hornistin der Berliner Philharmoniker und interviewt die Gewinner jeweils mitten im Geschehen, aber doch am Spielfeldrand, meine Kollegin Sarah Willis. Sarah, guten Abend. Hallo Thomas. Herzlich willkommen. Danke, wir sind hier. Sarah, Klassik im Netz, das hört sich im ersten Moment ein bisschen danach an, als würde es nicht zusammenpassen. Du bist vom Gegenteil überzeugt. Ich bin wirklich überzeugt davon, weil heutzutage braucht jede Branche ein bisschen Blick hinter der Kulissen. Und wir wollen auch ein anderes Publikum erreichen. Vielleicht Publikum, die sonst ein bisschen Angst vor Klassik haben. Vielleicht haben Angst, dass es langweilig ist oder dass sie das nicht verstehen. Und wo besser, sie abzuholen und in unsere Welt reinzubringen als via Social Media. Und aber Thomas, es ersetzt kein Live-Konzert. Das ist genau, was wir zeigen wollen, wie toll das ist, in ein Live-Konzert zu kommen. Und das tun wir gerne heutzutage bei Social Media. Gut. Dankeschön, gut, dass du da bist. An anderer Stelle können Sie gerne den Ring der Nibelungen bingen. Thomas, da ist sie noch. Ach, wo bist du? Entschuldigung, das ging aber zügig. Entschuldigung, Thomas, ich habe keine Zeit mehr für dich. Der Jonas ist gerade bei mir. Das sehe ich ein.
Ihr könnt bügeln zusammen. Er hat das Bügeleisen mitgebracht. Oh ja, yeah, Gott sei Dank. Also Entschuldigung, Thomas, wir müssen jetzt sprechen. Man kann alles danach, alle unsere Backstage-Interviews schauen auf echo.zdf.de. Und alles, was hinter der Bühne passiert, na ja, fast alles, ja, genau, kann man danach dann alles sehen. Und wir freuen uns. Dankeschön. Schönen Abend. Ich gerne nochmal wiederholen. echo.zdf.de, da sind Sie Backstage den ganzen Abend dabei. Und es macht ja durchaus auch Spaß, weil Sie im Netz Dinge können, die Sie hier nicht können. Sie können beispielsweise mit einem kleinen Mausklick ganz andere Perspektiven haben, die wir hier nicht im Saale herstellen können. Aber das können Sie zu Hause auf dem Computer selbst. Wenn Sie zum Beispiel hier mal einen Blick nach oben machen wollen, dann können Sie das gerne selbst. Und Sie sehen dann, Sie können durch diese ganze wunderbare Anlage fahren und können sich Dinge hinzoomen, was wir hier nicht können. Sie können sich auch, wenn Sie sich besonders fürs Orchester interessieren, hier einmal unter diesen Herrschaften umschauen. Mich interessiert immer die Harfe zum Beispiel. Da hinten ist sie, also aus purem Gold. Und wenn Sie da hinzoomen wollen, sehen Sie mal, dann können Sie das. Selten waren sich Harfe und Hafen so nahe wie hier. Dankeschön. So, also da überlasse ich Sie, Dankeschön, Ihrem Computer. Und damit können Sie gerne heute Ihr eigenes und spezielles Vergnügen haben. Wir machen weiter in unserem Programm, denn bei manchen deutschen Schauspielstars ist es ja etwas schwierig, die Nähe zur Klassik herbeizumoderieren, und man endet dann immer bei den Klavierstunden zu Kinderzeiten. Aber bei der nächsten Laudatorin habe ich dieses Problem nun wirklich nicht, denn sie hat gerade Mendelssohns Sommernachtstraum mit der Bremer Kammerphilharmonie aufgeführt und arbeitet mit der Kammerakademie Potsdam und dem Züricher Kammerorchester ebenfalls eng zusammen. Sie gibt auch schon mal Liederabende mit Schuberts Winterreise und Heines Wintermärchen. Mit dem Preisträger der nächsten Kategorie hat sie bereits zusammengearbeitet. Ich freue mich auf Katja Riemann. Liebe Elfie, he's Irish und ich bin mir nicht ganz sicher, wie trinkfest er ist. He's South African und mein Nachbar. Er besitzt mehr Koffer als ich, aber er ist ständig mit ihnen unterwegs, weswegen ich ihn eher in New York City treffe als in Berlin. He's British. Musikalische Inspiration und Innovation kommt aus Großbritannien und natürlich Humor. Die Engländer verlieren niemals ihren Humor. Vielleicht haben sie ihn im Juni 2016 kurz verloren. Er ist Österreicher und das ist eine ganz besondere Spezies, die Künstler in Österreich, nicht nur die Künstler. Er ist dort Deutscher, Norddeutscher, um ganz genau zu sein, so wie ich. Und er hat es gern, wenn Sachen funktionieren und Vorgänge gut organisiert sind, wie man in Berlin zum Beispiel sehr gut beobachten kann. Er ist Europäer, weil er zuerst Europa vermisst, wenn er zu lange weg ist, bevor er das Land oder die Stadt vermisste, in dem er gerade lebt. Dublin, London, Paris, Wien, Lübeck, Berlin, Amsterdam, you name it. He's American, weil er trotz klassischer Musik sogar Entertainment kann oder Smalltalk, weil er viel Weite in seinem Kopf hat, wie das Land geografische Weite zu bieten hat, noch bald steht eine Mauer. Er ist Jewish, Christian und Agnostiker. Er ist Musiker, Künstler, Geiger, Vater und Ehemann, Sohn, Bruder und Freund. Er schreibt Bücher und kreiert Festivals, hat endlose Flugmeilen gesammelt, leitet Orchester und spielt in unzähligen Kammer-, Duo- und Trio-Besetzungen. Er ist wahnsinnig gut angezogen und hat Charme, Witz und Sexappeal. Ihm sitzt das Lachen leicht und er ist klug, gebildet und herzlich. Ist er ein Avatar? He is all of that. And most of all, he is Daniel Hope. In der Kategorie Klassik ohne Grenzen geht ein Echo Klassik 2017 an Daniel Hope.
Immer, wenn wir dir vier Jahreszeiten hören, du hast sie über 1000 Mal gespielt. Freut man sich da jedes Mal, wenn es Winter wird? Jedes Mal. Es ist eine solche Freude. Und dann noch hier in diesem tollen Saal mit Echung und alles. Also mehr geht nicht. Erinnerst du dich übrigens an unseren ersten Fernsehauftritt? Das war, da warst du noch so. Ja. Das war bei Late Night. Ja. Weißt du noch? Ja, natürlich mit Loriot und Judy Menu und gemeinsam auf einer Bühne. Ja. Ich bin der einzige Überlebende des Abends. Also du Gott sei Dank auch. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Und herzlichen Dank. Vielen Glückwunsch Dank. Zum Echo. Daniel Hauch, danke schön. Ja, wenn sich ein grauhaariger Herr heutzutage als Verehrer von jungen Damen outet, kann das ja böse enden. Deswegen habe ich mir gedacht, bei zweien bin ich mir ganz sicher. Und Aida und Pretty sind wunderbare Sopranistinnen, die beide heute den renommierten Operalia. Nee, heute haben sie nicht gewonnen, den haben sie längst gewonnen. Heute ist der Echo dran, aber sie kommen beide mit diesem Operalia Award unter dem Arm bereits hierher. Und auch dort lag ihnen ja ein herbstblonder Titan zu Füßen, nämlich Placido Domingo, der diesen Preis vergibt. Und ich glaube, es ist am ehesten politisch korrekt, wenn ich die Ehrung alphabetisch angehe. Und deswegen nähere ich mich den beiden Damen. Helf vielleicht noch ein bisschen beim Raustragen. Dankeschön. Hier sitzen sie. Guten Abend, herzlich willkommen. Und ich beginne alphabetisch mit Aida. Dieser wunderschöne Vorname, das liegt wahrscheinlich daran, dass ihre Mutter als Dirigentin eines Chors ohnehin schon musikalisch auf der richtigen Linie lag. Und ich persönlich
habe Sie bereits gesehen. Sie waren nicht nur an der Wiener Staatsoper als Musetta unterwegs in La Bohème und die Zerlina in Don Giovanni hat sie auch gegeben. Mit Andrea Bocelli war sie auf US-Tour und hat mit Meryl Streep und Hugh Grant in dem Film über Florence Foster Jenkins mitgespielt. Auch da habe ich sie erlebt. Ihr Soloalbum machte die Jury des Echo Classic sprachlos, denn sie sagt, Worte können nicht ausdrücken, was wir beim Hören der Musik erleben und empfinden können. Diese CD muss man hören, urteilt die Jury des Echo Classic und zeichnet die Aufnahme als solistische Einspielung Gesang des Jahres 2017 aus. Herzlichen Glückwunsch. Pretty. Ihre Geschichte ist wie vom Blumenmädchen zum Opernmärchen. Mit 16 hörte sie das Blumenduett aus Lakmé und träumte von da an selber Sängerin zu werden. Sie gewinnt einen Wettbewerb nach dem anderen, besucht das Opernstudio der Mailänder Scala und hat ihren großen Durchbruch woanders als an der New Yorker Met. Das war 2013. Im gleichen Jahr springt sie für Cecilia Bartoli in Wien als Comtesse Adèle in Rossinis La Comte d'Orie ein und wird umjubelt. Es folgt eine internationale Karriere im Schnelldurchlauf. Mailand, Berlin, Paris, Zürich, München, London und heute der Echo Classic in Hamburg für Pretty Jende. Auch hier die Begründung der Jury. Weltweit überbieten sich die Kritiken in Superlativen. So fand ihre Debüt-CD höchste Anerkennung und wurde mit dem International Opera Award 2017 als Solo Recital Recording ausgezeichnet. Der Echo Classic schließt sich diesem Urteil an. Meine Damen, herzlichen Glückwunsch. Die Bühne gehört Ihnen. Einen Echo Classic 2017 für die solistische Einspielung im Fach Gesang erhält Aida Garifullina. Thank you.
ausgezeichnet mit einem Echo Klassik 2017 als Nachwuchskünstlerin wird Pretty Yende. Echo Klassik 2017, Pretty, der Echo Klassik 2017. Wollt ihr was sagen? You wanna say something? Ja, gerne, sehr gerne. Mein Gott, lieber Thomas Gottschalk, lieber Echo Klassik Jury, ich bin so überwältigt und eigentlich fehlen mir in diesem besonderen Moment die Worte. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es mir gelungen ist, mit meinem Singen die Herzen der Menschen zu berühren. Und besonders Dankeschön an meine Mama hier im Saal. Sie hat immer an mich geglaubt und besonders dank ihr stehe ich heute Abend hier auf dieser Bühne. Mama, Mamochka, я тебя люблю. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Meine Damen, meine Herren, guten Abend. Was für eine Ehre. Ich fühle mich tief berührt, hier vor Ihnen zu stehen, um diesen Preis, diesen erstaunlichen Preis zu bekommen, der ein Zeugnis dafür ist, dass kein Traum unmöglich ist. Und wenn ich zählen müsste, wie viele Menschen dafür mitverantwortlich sind, dass ich hier stehe, dann würde es den ganzen Abend brauchen. Ich möchte aber meiner Mom und meinem Dad danken, dass sie immer an mich geglaubt haben, an diesen Traum, und jeder Person, die mich begleitet hat auf diesem Weg. Ich nenne sie das Pretty Team. Und ich möchte sie mit dieser Liebe hier zurücklassen. Und ich hoffe, dass wir das alle für den Rest unseres Lebens haben. Vielen Dank. Darf ich die beiden Preise noch mal halten? Denn ich hätte natürlich auch im Interesse unseres Publikums noch eine dringende Bitte. Ich habe euch gemeinsam in eine Laudatio gepackt. Und es wäre natürlich schön, wenn wir euch an diesem ganz besonderen Abend für euch auch gemeinsam singen hören würden. Tonight. Hey, tonight. Aber wahrscheinlich fällt euch eine passendere Melodie ein. Pretty und Aida. Das war eine Weltpremiere, Tonight zu zweit, aus der West Side Story. Vielen Dank an die beiden Echo-Preisträgerinnen. Und jetzt etwas ganz Besonderes, denn 22 Kategorien werden heute Abend vergeben. Unsere Bewunderung und Verehrung gilt natürlich allen Künstlern. Und wir wissen, dass deren Herzen höher schlagen, auch wenn sie nicht alle heute Abend auf die Bühne kommen können. Hier deswegen eine kurze Zusammenfassung weiterer Preisträger in einer kleinen filmischen Referenz. Delikat, raffiniert und vergnügt. So wird die französische Mezzosopranistin Marianne Crebassa in ihrem Album Oh Boy beschrieben. Für diese stimmliche Frische erhält sie in der Kategorie Solistische Einspielung Gesang den Echo Classic. Der Echo-Klassik für die beste Operneinspielung geht an Mozarts Le Nozze di Figaro. Unter der musikalischen Leitung von Yannick Nézet-Séguin brillieren grandiose Künstler zusammen mit dem Chamber Orchestra of Europe. Für 4 Tage wurde der legendäre Goldene Saal in Wien zum Musiklabor. Starpianist Lang Lang, die Wiener Philharmoniker und Dirigent Nikolaus Arnoncourt erarbeiteten Mozarts Klavierkonzerte. Faszinierende Einblicke, Genuss pur.
Als beste Musikdokumentation erhält die DVD Mission Mozart, den Echo Klassik 2017. Die Zeiten, in denen die Politik im Lande die erste Geige gespielt hat, die sind ja so ein bisschen vorbei. Und auch das Terzett, das da in Berlin gerade probt, hat ja noch nicht die richtigen Harmonien gefunden. Umso klüger war es, dass der Konzertmeister sich würdig und unter großem Applaus rechtzeitig aus dem Politikbetrieb verabschiedet hat, um heute hier der reinen Kunst zu dienen. Dem Bundestag hat er 12 Jahre lang den einen oder anderen Marsch geblasen. Und heute steht er als Laudator hier bei uns am Rednerpult. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie den Bundestagspräsidenten AD Norbert Lammert. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn man wie ich Konzertsäle mindestens so attraktiv findet wie Plenarsäle, dann ist diese Veranstaltung naturgemäß ein ganz besonderes Vergnügen, zumal es sich bei der Elbphilharmonie ganz offensichtlich nicht um irgendeinen Konzertsaal handelt. Und bei den 12 Cellisten, die ich heute Abend ankündigen darf, ganz gewiss nicht um irgendein Ensemble, sondern um die berühmteste, inzwischen legendäre Instrumentalgruppe der Cellisten eines der besten Orchester der Welt, der Berliner Philharmoniker. Orchester und Parlamente haben manche Gemeinsamkeiten, aber eben doch auch manche Unterschiede. Vergleicht man zum Beispiel den Deutschen Bundestag mit den Berliner Philharmonikern, dann wird man vielleicht sagen können, in beiden Fällen handelt es sich um national bedeutende Institutionen mit beachtlicher internationalem Ruf. Der Bundestag ist deutlich größer, hat 5-mal so viele Mitglieder wie die Berliner Philharmoniker. Aber die Philharmoniker klingen schlicht besser. Und die 12 Cellisten sind ein einzigartiges Ensemble, dessen Weltruhm inzwischen sogar den des etwa gleich großen Berliner Senats übertrifft. Und immer mehr Musikliebhaber sind davon überzeugt, dass die willkürliche Einteilung des Jahres in 12 Monate ganz offensichtlich dem bewährten Format der 12 Cellisten folgt. Das liegt nicht nur an ihrem breiten Repertoire, von der Klassik bis zur Avantgarde, vom Jazz über den Pop bis zu Chansons. Es liegt vor allem an ihrer technischen Perfektion, an einer geradezu unglaublichen Virtuosität und an einer ansteckenden Spielfreude, mit der die 12 aus bekannten wie unbekannten Werken den magischen Klang erzeugen, der ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt begeistert. Die 12 Cellisten. Ausgezeichnet mit dem Echo Klassik 2017 in der Kategorie Klassik ohne Grenzen werden die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker. Thank you.
bekommen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Können Sie das gleichzeitig teilen? Ja. Glückwunsch, wie gesagt, und herzlichen Dank an die Zwölfe. Es ist leider nur einer, wie beim Auto. 12 Zylinder, aber nur ein Lenkrad. Also wir reichen das dann durch. Herzlichen Dank und danke. Glückwunsch. Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker. Die Forschung hat festgestellt, dass Tatort-Fans am Sonntag relativ selten in die Oper gehen, dass aber das Tatort-Personal überdurchschnittlich musikalisch ist. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Berliner Tatort-Kommissarin Nina Rubin neben Akkordeon, Saxophon auch virtuos mit der singenden Säge umzugehen versteht? Dazu ist sie auch noch eine hervorragende und erfolgreiche Sängerin. Heute Abend hat sie dienstfrei und ist sicher die passende Laudatorin für eine andere starke Frau, die sie gleich zur Sängerin des Jahres machen wird. Den nächsten Echo Classic überreicht Merit Becker. Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend. Nach so viel Anmut, die hier heute Abend schon stattgefunden hat, ist es mir jetzt wirklich sehr peinlich. Aber ich muss gestehen, dass mir Opernsängerinnen bisher tendenziell eher Angst gemacht haben. Und ich bekomme es jetzt mit einer der größten Opernsängerinnen der Welt zu tun. Halleluja. Also habe ich mich mit ihr beschäftigt, Flucht nach vorn. Und jetzt freue ich mich unendlich, heute den Preis für die beste Sängerin an Joyce DiDonato übergeben zu dürfen. Joyce DiDonato ist nicht nur eine der größten Mezzosopranistinnen unserer Zeit, sondern eine große Geschichtenerzählerin, die etwas zu sagen hat. Sie tut das mit einer Freude, einer Hingabe und einer tiefen Aufrichtigkeit, das es einen umhaut. Sie hat zum Beispiel ein Projekt, in dem singt und komponiert sie mit Gefängnisinsassen in einem Hochsicherheitstrakt. Mit Menschen also, die von der Gesellschaft aufgegeben wurden und die sich selbst längst aufgegeben hatten. Sie setzt sich für Flüchtlinge ein. Sie singt auch mit ihnen. Sie unterrichtet, wirbt für unbekannte Opernwerke, unterstützt junge Nachwuchskünstler. Ihr künstlerisch wie ihr soziales Engagement sind aufrichtig und sie gibt immer alles. Und so ist auch das Werk, für das sie heute Abend als beste Sängerin ausgezeichnet wird, ein weiteres eindrucksvolles Zeichen, wofür sie steht. Nach den Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris entschied sie sich kurzerhand, ein Album mit Songs über Krieg und Frieden aufzunehmen. My head swelled, my heart wept, my artistic soul searched. Die Jury meint, mit ihrer großartigen Stimme und dem Bekenntnis zu einer sich auf Verständigung und Respekt gründenden Weltgemeinschaft hat Joyce DiDonato ein Maßstäbe setzendes Album geschaffen. Als Sängerin des Jahres erhält den Echo Classic 2017 Joyce DiDonato.
Thank you.
Should I say a word? Soll ich etwas sagen? Please. Dearest Thomas, last time Lieber we waltzed Thomas, together. Das letzte Mal haben wir gemeinsam Walzer getanzt. I would like to say first of all to ich Frau Becker, möchte thank you so much Frau Becker zunächst danken für diese sehr, sehr berührenden Worte. Was für eine Ehre, hier auf dieser fantastischen neuen Bühne zu stehen. Das wird in den nächsten Jahren ein Tempel für die Musik und das künstlerische Schaffen werden. Der Echo Classic. Endlich kann ich persönlich diesen Preis entgegennehmen. Ich habe einige verpasst. Ich möchte herzlichen Dank sagen. In diesem letzten Jahr hat mein fantastisches Orchester Il Pomodoro und Maxim, wir sind gereist durch die Welt mit unserer Musik für Frieden und Harmonie. Und als wir begonnen haben, sah die Welt ganz anders aus. Und mit jedem Konzert, was wir durchgeführt haben, war es so, als ob es tektonische Veränderungen in der Welt gegeben hätte. Und es war nicht immer leicht, auf der Bühne zu stehen und die Botschaft des Friedens zu singen, wenn wir gleichzeitig sahen, dass Zerstörung stattfand. Und es gibt ein Zitat, was mich immer weiter bewegt hat. Und das möchte ich immer wieder sagen, wenn ich eigentlich weinen möchte. Es ist von Jonathan Larson und er sagt, das Gegenstück zu Krieg ist nicht Frieden, es ist das Schöpferische. Und dieser Saal, der durch Mühen geschaffen wurde, viele, viele Monate lang, viel Geld zusätzlich gekostet hat, dieser Saal ist geschaffen worden, damit Musiker kommen können und Musik schaffen können. Und dass wir die Musik der großen Meister zeigen können, die uns die Möglichkeiten der Menschheit aufzeigen, die uns zeigen, was wir vermögen und nicht nur immer das, was wir in den Nachrichten sehen. Also alle, die wir hier stehen, alle Künstler, herzlichen Glückwunsch. Es ist eine Ehre, mit Ihnen hier zu sein. Wir müssen noch härter arbeiten. Wir müssen noch mehr tun. Wir müssen lauter singen, mit mehr Leidenschaft und noch mehr provokativ unser Herz öffnen. Denn das macht Sinn. Herzlichen Dank und vielen, vielen Dank noch einmal. Ich hoffe, Sie haben alle noch einen wunderbaren Abend. Joyce Di Donato, eine bemerkenswerte Künstlerin, ein bemerkenswertes Ensemble. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Danke sehr. Fragt man junge Menschen heute nach ihren Berufswünschen, dann kommt meistens irgendwas mit M, Milliardär, Medien oder Musiker. Dahinter steht zwar meistens der Wunsch, Rapper zu werden, aber wie wir eingangs gehört haben, ist die Klassik schwer im Kommen. Der Weg an die Spitze jeder Kunst ist mühsam und es bedarf engagierter Menschen, die jungen Leuten auf diesem Weg auch die Hand reichen und ihnen zur Seite stehen, wenn die Motivation mal wegbricht. Und alle Künstler, die heute hier aufgetreten sind, wissen, ein Lied davon zu singen. Im innovativen Kulturprojekt Tonali ist dieses Rezept offensichtlich gefunden worden. Tonali ist vor allem eines, eine große musikalische Gemeinschaftsaufgabe. Junge, herausragende Musiker treffen auf Schüler. Gemeinsam organisieren sie Schulkonzerte und Musikfestivals. Die Schüler werden für ein Jahr zu Konzertmanagern und die Klassikstars von morgen lernen ihr künftiges Publikum kennen. Jährlich rund 40.000 Kinder und Jugendliche in mittlerweile 9 Ländern erleben so klassische Musik, oft zum ersten Mal in ihrem Leben. Die klassische Musik ist nicht nur was für unsere elitäre Gesellschaft, sondern es ist etwas für die Gesamtgesellschaft. Und sie wird immer bunter und wir brauchen immer mehr Öffnung. Für die Nachwuchsmusiker ist Tonali auch ein Wettbewerb. Der Preis wird jährlich abwechselnd für Cello, Klavier und Geige ausgeschrieben. 12 besonders talentierte junge Solisten im Alter zwischen 16 und 21 Jahren werden gefördert und gefordert. Das Finale in diesem Jahr hier in der Elbphilharmonie. Es wird mehr von einem gefordert als bei dem üblichen Wettbewerb, den man so kennt. Tonali bedeutet für mich eine große Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Der Zukunft Gehör verschaffen. Das ist das Motto der jungen Klassikbotschafter aus Hamburg. In der Kategorie Nachwuchsförderung geht der Echo Classic 2017 an Tonali. Gratulation an die Macher von Tonali.
Die Zuschauer der ZDF-Sendung Aspekte haben Sie natürlich längst erkannt. Und für mich ist ja der Ausflug in die Hochkultur immer so etwas, ein Ritt über den Bodensee. Bei dir ist das im Wesentlichen Teil deines Berufes. Und insofern bin ich sehr beruhigt, dass du jetzt übernimmst und quasi die nächste Laudatio ganz sicher in den richtigen Händen ist. Kathi Saidi. Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wenn Mann oder Frau den Echo Klassik in der Kategorie Lebenswerk erhält, dann heißt das noch lange nicht, dass dieses Lebenswerk abgeschlossen ist. Zum Glück. Der beste Beweis dafür ist der folgende Preisträger. Im Jahr 2002 hat er seinen ersten Echo Klassik bekommen für sein Lebenswerk. 5 Jahre später bekam er seinen zweiten Echo Klassik, diesmal als Instrumentalist des Jahres. Und nun, nachdem weitere 10 Jahre ins Land gegangen sind, kommt die Jury nicht umhin, ihn erneut auf eben diesen Thron zu heben. Instrumentalist des Jahres 2017 ist er nun und erhält folgerichtig seinen dritten Echo Klassik. Und das heißt sehr wohl etwas, nämlich, dass der Klassikmarkt durchaus viele Pianisten zu bieten hat, aber offensichtlich nicht viele dieser Größe. Giganten, die es schaffen, selbst ihrem eigenen Lebenswerk immer wieder eine weitere Krone aufzusetzen. Giganten wie Maurizio Pollini. Statt Repertoire Breite zog er schon früh Repertoire Tiefe vor und wählte für sich stets Werke aus, von denen er wusste, sie würden ihn niemals langweilen. Viele seiner Einspielungen setzen Maßstäbe. Sie gelten durch die Klarheit und die Präzision seines Spiels nach wie vor als Referenzaufnahmen. Maurizio Pollini, schon zu Lebzeiten eine Pianistenlegende. Im Januar hat er seinen 75. Geburtstag gefeiert und eben dieses Jubeljahr mit einem Album veredelt, das sich auf den Komponisten besinnt, mit dem alles begann, Frédéric Chopin. Die Jury meint, seit mehr als 50 Jahren lässt der großartige Pianist die Meisterwerke, die für sein Instrument komponiert wurden, in herausragenden Interpretationen immer wieder neu für uns entstehen. Und heute spielt er für uns natürlich Chopin. Maurizio Pollini. In der Kategorie Instrumentalist des Jahres erhält einen Echo Klassik 2017 Maurizio Pollini.
you. Thank you. Thank you. Ja, ich konnte mich gerade von der ausgezeichneten Akustik hier in der Elbphilharmonie selbst überzeugen. Ich bin hier oben und darf Sie darauf aufmerksam machen, dass wenn Sie diesen Abend zu Hause genossen haben und vielleicht die eine oder andere Melodie nochmal nachhören wollen, dann gibt es die Chance, gerade zum Beispiel hier Maurizio Pollini und der Chopin. Alles das gibt es auf diesem Album. Es heißt Echo Klassik 2017 und Sie können das online gewinnen, wenn Sie Glück haben. Ihnen lasse ich es da. Herzlichen Dank. Dankeschön. Der Wunsch, das Weiße Haus durchzupusten, ist derzeit sehr verbreitet. Und einem ist das schon mal ansatzweise gelungen, wenn auch mit einem anderen Präsidenten. Er ist einer der weltweit besten Trompeter und ganz sicher unser bester Bläser. Till Brönner. Er ist inzwischen auch als Fotograf unterwegs und hat zum Beispiel auch Daniel Barenboim bereits in Szene gesetzt. Das bedeutet, seine Nähe zur Klassik ist unbestritten und er ist unser nächster Laudato. Herzlich willkommen, Till Brönner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn ich manchmal meine Musikerkollegen sehe mit ihren XXL-Koffern, dann bin ich ganz froh, dass ich Trompete spiele. Das können Sie mir glauben. Auffällig ist allerdings, gerade die zartesten Erscheinungen wählen oft die wuchtigsten Instrumente. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Die erste Preisträgerin zum Beispiel hat im frühen Alter von 4 Jahren sich dem Cello verschrieben. Nach ihrer Ausbildung in Frankreich und Deutschland gewinnt Camille Thomas zahlreiche Musikwettbewerbe, darunter auch den französischen Grammy, Les Victoires de la Musique. Seitdem begeistert sie mit ihrer Bühnenpräsenz, ihrem variantenreichen Spiel und ihrer phänomenalen Ausdruckskraft nicht nur mich, sondern ihr Publikum auf der ganzen Welt. Und genau daran lässt sie uns auch teilhaben, auf einem ihrer ersten Aufnahmen, dem Album Reminiscence. Und dann wäre da die andere Preisträgerin. Normalerweise wiegt ein Akkordeon zwischen 2 und ungefähr 14 Kilo. Ihres wiegt 21. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, mit so einem Klotz 2 Stunden lang ein Konzert zu spielen auf der Bühne. Das ist Workout inklusive, meine Damen und Herren. Das Instrument lernt Xenia Sidorova als Knirps über ihre sibirische Oma kennen. Das passt. Mit 16 Jahren geht sie an die Royal Academy of Music nach London und schließt ihr Studium mit Auszeichnung ab. Nach ihrem Konzertdebüt schreibt die Times, sie sei eine wirkliche Entdeckung und das ist der Startschuss für ihre Weltkarriere. Ich habe selten jemanden so schön und temperamentvoll mit seinem Instrument erlebt wie sie. Der Klang ihres Akkordeons wirkt wie eine Stimme, mit der sie musikalische Gattungsgrenzen mühelos überschreitet. Wie auch für ihr Debütalbum mit Hits aus Carmen. Und jetzt, meine Damen und Herren, werden wir hier beim Echo Klassik Zeugen einer Weltpremiere. Zum ersten Mal stehen Sie nämlich gemeinsam auf der Bühne. Xenia Sidorova und Camille Thomas mit Carmens Spiel. Ein Echo Klassik 2017 in der Kategorie Kammermusikeinspielung geht an Camille Thomas. Und als Instrumentalistin erhält den Echo Klassik 2017 Xenia Sidorova. Thank you.
Man verneigt sich als Moderator bei diesen Veranstaltungen ja pflichtgemäß vor jedem seiner Gäste. Und jetzt tue ich das mit ganz besonderer Überzeugung, denn ich bin wirklich ein großer Fan von ihm. Gerade habe ich ihn als Jedermann in Salzburg gesehen. Sie konnten ihn vielleicht als Kaiser Friedrich III. Im ZDF sehen. Egal, was er macht, ob Kunst oder Krimi, ob TV oder Theater, für mich ist er einer der Besten seines Faches. Bei seiner Arbeit in Salzburg hat er dieses Jahr auch den Sänger kennengelernt, der Sänger des Jahres heute Abend wird und auf den er jetzt seine Laudatio hält. Begrüßen Sie Tobias Moretti. Eigentlich ist das der Augenblick, in dem man in einem Konzert aussteigt, manchmal, oder überhaupt erst einsteigt, wenn ich nicht mehr weiß, wer ich bin, oder wenn ich nachher treffen will, warum ich überhaupt hier sitze, zwischen Leuten, mit denen ich vielleicht überhaupt nichts oder wenig zu tun habe, aber denen es genauso geht wie mir. Da ist etwas übergesprungen, womit sich diese Musik in mein Leben hineinzwingt, dass sich einbrennt, wie ein eigener Film, der abläuft. Eigentlich eine Zumutung dem Komponisten gegenüber. Und plötzlich sitzt du drin, bist aufgerissen wie ein Kind, wie alle anderen auch, im Bann dieses Menschen mit diesem irren Blick, diesem nie gehörten Ton, der dich in seine Innenwelt hineinzieht, in der du dich selber wiederfindest. Und du weißt, dass du diesen Ton vielleicht nie mehr so hören wirst. Und zum ersten Mal gehört habe ich Matthias Görne, als wir gemeinsam mit Nicolas Harnoncourt die Saide gemacht haben, in einer Bearbeitung, die wir gemacht haben. Und das letzte Mal eben heuer in Salzburg in einem wunderbaren Kammerkonzert mit Markus Hinterhäuser mit dieser unglaublichen Zugabe Du bist bei mir von Bach, wie ich sie nie gehört habe. Dazwischen 12 Jahre, in denen er so ziemlich überall war, von der Staatsoper in Wien bis zum Royal Opera House in London, bis hin zur New Yorker Met. Also all diese Dinge, die man macht, damit man sich auch sein Motorrad leisten kann. Ich weiß, wovon ich rede. Sein grandioser Wozzeck in diesem Sommer hat weltweit Begeisterungsstürme hervorgerufen, so wie der Wotan auch vor einigen Jahren. Aber trotz all dem hat Matthias Görne sich nie als Opernsänger verstanden, der auch Lieder singt, sondern als Liedsänger, der auch Oper macht. Die Jury meint, Bariton Matthias Görne hat die unbekannteren oder weniger gespielten Werke mit derselben Intensität zum Leben erweckt wie die weithin bekannten Partien und Zyklen. Seine Aufnahme der 10 frühen Lieder von Gustav Mahler in der Orchestrierung von Luciano Berio gehören zu den kostbarsten Gesangsveröffentlichungen des Jahres. Ich gratuliere der Jury zu dieser Entscheidung und Matthias Görne zu diesem wunderbaren Preis, zu dem Echo Classic 2017. Dankeschön.
Den Echo Klassik 2017 als Sänger des Jahres erhält Matthias Görne. Scherzel kriegen.
Recht herzlichen Dank für diesen wunderbaren Preis. Ich freue mich sehr. Danke dir, lieber Tobias, für die wirklich sehr persönlichen und freundlichen und sehr berührenden Worte. Dankeschön. Papierabgeordnete, Sänger des Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und immer wieder gerne. Danke sehr. Tja, der Höhepunkt von Awardshows ist im Allgemeinen der Preis für das Lebenswerk. Der Laudator für unsere Preisträgerin hat sich die Berechtigung dazu wirklich langfristig erarbeitet. Er kennt die Gewinnerin, wie sich das gehört, noch als Opernbesucher aus dem Rang, dann durfte er sie als Journalistin aus der Nähe kennenlernen und hat offensichtlich nur Gutes über sie geschrieben. Heute ist er einer ihrer Arbeitgeber, was daran liegt, dass er zum Intendanten der Frankfurter Oper geworden ist. Begrüßen Sie mit mir Bernd Löbe. Sie kann stur sein, etwas sarkastisch, das womöglich sogar Zynische mündet dann doch ins Ironische und das Ironische wandelt sich in den typischen Blick wie so von der Seite. Dann platzt das Lachen heraus. Komplimente pariert sie mit kritischem Mienenspiel, als wolle sie sich selbst fragen, meint er es ernst oder 1977 bin ich nach München gepilgert, schon ein paar Jahre her, um den verehrten Placido Domingo als Werther zu erleben. Die Verehrung blieb natürlich, die Bewunderung für diesen Tenor, aber die Bewunderung für die Fassbänder übertönte fast das sentimentale Gefühl für Werther und eben die Kraft des Tenors. Was für eine Glut in der Stimme, welcher Wohllaut, welche samtene Ummantelung des Stimmorgans, welche Generosität im Volumen und welche Intelligenz im Detail. Bis heute unterschätzt die Regisseurin, keine Sängerregisseurin, wie man denken könnte, eher eine, die Eitelkeiten austreibt. Sie kennt die Sängerpsyche, also packt sie die Eitelkeit an der Wurzel. Du brauchst keine Angst haben und selbstbeschützend die erste Sängerin sein. Du bist gut, glaubt an euch, an dich. Und die Frage, ist das jetzt Regietheater, ist das Musiktheater, ist das die alte Oper, die stellt sich bei ihr gar nicht. Es ist einfach blitzgescheit, was sie macht. Und es hat Sinn. So viele Leben in einem, so viele richtige Leben in einem. Die Pädagogin und Tonträgerin haben wir jetzt unterschlagen, auch die Liedinterpretin, eine Opernflüsterin, eine Sängerflüsterin mit kritischem Ohr zum Dirigenten hin und wieder. So viele Auszeichnungen hat sie bekommen und jetzt eine weitere, eine sehr berechtigte.
Es ist ein grandioses Lebenswerk für eine Künstlerin, die in jedem Augenblick Menschsein offenbart und so die Kunst und ihre Kunst adelt. So, als wären wir tatsächlich einem Augenblick der Wahrhaftigkeit begegnet. Man muss sie lieben. Brigitte Fassbinder. Der Echo Klassik 2017 zur Würdigung des Lebenswerks wird verliehen an Brigitte Fassbinder. Keine Sorge, ich singe nicht. Ich stehe hier mit ganz großer Freude und Dankbarkeit. Hallo. Und ich danke dir für deine wunderbaren Worte. So berührend, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, diesen Abend auch ein bisschen als puren Stress. Das ist er auch in gewisser Weise. Aber das Genießen dieser herrlichen Musik, die wir heute Abend hier gemeinsam hören durften, das überwiegt die Angst und den Stress. Und das ist schon ein Höhepunkt an Preisen, den ich hier bekommen habe. Du hast gesagt, ich habe schon viele bekommen. Das ist ein ganz besonderer für mich. Ich habe neulich in einer Talkshow von einem sehr populären Philosophen, Schriftsteller sagen hören, mindestens 75% an einem erfolgreichen Lebenswerk, arbeitsreichen Lebenswerk, daran sind mindestens 75% die anderen schuld. Und darum ergreife ich bei dieser Gelegenheit hier die Gelegenheit und bedanke mich bei all diesen anderen, die mir ermöglichen und ermöglicht haben, denn einige davon werden das schon auch aus einer höheren Warte beobachten, die mir also ermöglicht haben, hier heute zu stehen vor Ihnen und einmal mehr den Satz sagen zu dürfen, der in meinem Leben so ausschlaggebend war. Mir ist die Ehre widerfahren und es ist wirklich eine große Ehre, die mich sehr freut, auf die ich sehr stolz bin. Ich danke Ihnen, Ihnen allen. Brigitte Fassbinder, der Echo für das Lebenswerk. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Über die Fülle unserer Preisträger habe ich ja bereits gesprochen. Hier eine weitere filmische Referenz an die Echo-Klassik-Gewinner des heutigen Abends. Thank you.
Ein Echo-Klassik für die Konzerteinspielung 19. Jahrhundert wird an Sebastian Manz verliehen. Die Gesamtaufnahme der Klarinettenwerke von Karl Maria von Weber überzeugt durch Leichtigkeit gepaart mit emotionaler Tiefe. Die Oper The Indian Queen von Henry Purcell zeigt eine bunte Vielfalt von Musik, Tänzen, tiefgründigen Arien und Duetten mit aktueller Handlung. Peter Sellars setzt dies auf der Bühne eindrucksvoll um, musikalisch meisterhaft geführt von Theodor Korenzis. Der Echo Klassik für die beste Opern-DVD. Ein Echo-Klassik in der Kategorie Klassik ohne Grenzen geht an Pianist Sebastian Knauer und Komponist Arash Safayan. In ihrem Album Über Bach mit Neukompositionen nach Johann Sebastian Bach faszinieren sie mit einem außergewöhnlich dichten und virtuosen Klang. Herzlichen Glückwunsch. Der Echo Klassik ist natürlich nicht nur eine Verneigung vor einer Künstlerkarriere, sondern auch Motivation, diese noch erfolgreicher fortzusetzen. Vor allem natürlich bei ganz jungen Gewinnern. Hier ein Traumbeispiel, wie wir uns das so vorstellen. Sie zählt seit dem Gewinn ihres eigenen Klassik-Echos zu den Top-Pianistinnen ihrer Zeit und spielt sich durch die ganz großen Konzertsäle dieser Welt. Dabei hat sie die Zeit gefunden, einen jungen Kollegen zu ehren, der jetzt gleich tut und dem sein Ruf als Genie bereits weit vorauseilt. Begrüßen Sie bitte Olga Scheps. Guten Abend, liebes Publikum. Ich durfte vor einigen Jahren den Echo Klassik als beste Nachwuchskünstlerin entgegennehmen. Und deshalb weiß ich nur zu gut, wie besonders dieser Moment gleich sein wird für den diesjährigen Gewinner. Dieser Moment ist sehr besonders, auch aus einem anderen Grund. Mit Hinblick auf die Biografie, die sehr exotisch ist. Der Lebenslauf dieses Pianisten liest sich wie ein Drehbuch für einen Hollywood-Film. Normalerweise fangen Pianisten an mit 6 Jahren, mit 5 Jahren und kriegen Unterricht. Dieser Pianist begann mit 11 Jahren und brachte sich autodidaktisch das Klavierspielen bei. Mit 17 spielte er Bass in einer Rockband. Danach spielte er Jazz mit Freunden in verschiedenen Lokalen. Mit 20 hatte er das erste Mal Klavierunterricht. Seine erste Klavierlehrerin, Irena Shereshevskaya, entdeckte sofort in ihm einen rohen Diamanten und wusste, dieser Pianist, Luka de Barg, kann mehr. Sie setzte es sich in den Kopf, ihn vorzubereiten für einen der härtesten und schwierigsten internationalen Wettbewerbe, dem Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau. 4 Jahre später gelang eine Sensation. Luka de Barg gewann den 4. Preis. Luka de Barg ist geboren in Paris und seit letztem Montag 27 Jahre jung. Im Jahr 2015, nach diesem Preis, hatte er angefangen, eine internationale Karriere, hat angefangen, sehr viele Konzerte zu spielen, als Solist mit Orchestern. Und wird durchgängig von der Presse gelobt. Die Echo-Jury sagt über Luka de Barg: De Barg ist einer der großen jungen Künstler, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Technik und Emotionen in den Dienst der Werke zu stellen und nicht sich selbst zu inszenieren. Applaus
ausgezeichnet mit einem Echo Klassik 2017 als Nachwuchskünstler wird Lucas de Barg. Dankeschön, Olga Scheps. Ich habe mich doch entschlossen, wieder Klavierstunden zu nehmen. Wenn ich ihn höre und dich sehe, wunderbar. Immer gerne. Man muss als Klavierlehrerin herzlich willkommen. Viel üben. Herzlichen Dank. Merci beaucoup. Danke. Bei Fernsehshows ist es manchen Künstlern sehr wichtig, möglichst lange auf der Bühne zu stehen. Und da liegt er heute Abend schon mal ganz weit vorne. Wir hatten nämlich das Glück, ihm bei der Arbeit zuzusehen.
Und der Dirigent des heutigen Abends ist auch der Dirigent des Jahres. Kent Nagano ist nicht nur der Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und des Philharmonischen Staatsorchesters der Hansestadt, sondern auch der Leiter des Orchestre Symphonique de Montréal und zudem künstlerischer Berater und Gastdirigent in Göteborg. Kein Wunder, dass er mich wahrscheinlich heute zum ersten Mal sieht, obwohl er von 2001 bis 2006 auch Musikdirektor der Oper in Los Angeles war, bei der ich im Vorstand sitze. Man weint ihm dort heute noch nach, zu Recht. Aber der Mensch muss sich entscheiden, Surfen in Malibu oder Echo Klassik in Hamburg. Die Jury hat sich schon entschieden. Wenn Kent Nagano davon spricht, dass man auch junge Menschen für die klassische Musik begeistern kann, dann entspringt auch das seiner durch und durch für die Musik bestehenden Leidenschaft. Für die Jury des Echo Klassik ist Kent Nagano der Dirigent des Jahres 2017. Den Echo Klassik 2017 als Dirigent des Jahres erhält Kent Nagano. Verehrte Damen und Herren, lieber Herr Gottschalk, vielen herzlichen Dank für diese große Ehre, dieser wunderbare Award und Herr Gottschalk für Ihre wärmen Worte. Natürlich, ich erinnere mich über unsere Arbeit zusammen. Vielleicht die Publikum, die haben keine Ahnung, dass wir haben zusammengearbeitet. Der liebe Thomas war auf unser Board of Directors. Und damals hat Placido Domingo und ich, wir haben die Leitung von Los Angeles Oper angenommen und wir haben einen großen Druck, viel zu tun im Bereich der Einfachhilfe. Und der Thomas Gottschalk ist rausgekommen und hat uns so generös geholfen, dass ich muss heute Sie bedanken. Ja, danke. Die Arbeit von einem Dirigent, wie wir alle wissen, ist etwas Besonderes. Wir können Ideen haben, wir können eine Ahnung haben, manchmal haben wir eine richtige Vision, aber meistens, wenn wir arbeiten mit Partners. Und den ersten Dank heute Abend möchte ich zu meinen hervorragenden Partners auf die Bühne geben für ihre Ohne diese wunderbaren Künstler, ihre Freude, ihre Leidenschaft und ihre Tiefe wird heutige Musik einfach nicht möglich. Vielen Dank, Kollegen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende dieser Veranstaltung und viele Zuschauer werden sagen, toll bis jetzt, aber so ein kleiner Giorgio Ligeti hätte der ganzen Sache doch noch gut getan. Und wir vom ZDF lesen natürlich Ihnen jeden Wunsch von den Lippen ab. Hier ist das Philharmonische Staatsorchester unter Leitung von Kent Nagano, dem Dirigenten des Jahres, mit dem vierten Satz
aus dem Konzert Romanesque von Giorgio Ligeti. Viel Spaß dabei. Das war die Echo Klassik Verleihung 2017. Schönen Abend, schönen Dank und viel Spaß. Dankeschön und Glückwunsch.
Ach so.